Hallo, das Ende war wahrscheinlich ein bisschen komisch. Und zwar liegt es daran, weil mir auf einmal hier alles abgeschmiert ist. Also nicht alles, sondern eigentlich nur Fraps und der Emulator. Haben mit einem Mal gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Ciao, ich mache jetzt Feierabend. Aber ich habe die beiden jetzt erstmal gepeinigt und ihnen gesagt, nein, wir machen jetzt noch nicht Feierabend, wir spielen noch weiter. Und das haben sie mir mit einer entsprechenden Trotzreaktion zurückgegeben, und zwar, dass der Speicherstand nicht da war und ich von die Hominidenstadt und die Revelations-Mission nochmal spielen musste. Ging glücklicherweise ein bisschen schneller, ich war nach 10 Minuten schon durch. Wenn man weiß, wo man hin muss und was man machen muss, geht das echt schnell. Vor allem, ich muss ja dann auch nicht nochmal die Texte für mich selber laut vorlesen, also ich kann hier auch einfach überspringen. Die wichtigsten, die unrelevanten Texte, die irrelevanten Texte kann ich auch weglassen. Und jetzt stehen wir hier wieder. Ich glaube, das war ungefähr da, wo ich aufgehört hatte. Notgedrungen. Stehe hier wieder und versuche jetzt dem Typen nochmal das Teil wegzunehmen, was er da hat. Mit dem er die Augen rausoperieren kann, die ich benutzen könnte, um mich für die Trainingsarena mir den Zugang zu verschaffen. Was ist das jetzt hier? Hoppala. Zurück. Okay, das muss schnell gehen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit Joystick und Maus in einem. Ich kann leider. Achso, so. Jetzt hat er es gerade in der Hand. Okay. Haha! Ah, verdammt. Okay, nee, da muss ich wahrscheinlich in der Zeit nicht den Raum verlassen, sondern jemanden von den Typen die Augen rausnehmen. Nehme ich mal an. Mist! Oh Gott, ist das schwer. Mann, ich will doch nur die Augen von den Typen haben. Ist das denn zu viel verlangt? Es ist so schwer. Ah. Oh Mann. Ja, ich muss schneller sein. Kann ich die nicht irgendwie abfetzen gegeneinander, dass ich das irgendwo haben kann? Es ist doof, dass ich auf den Bildschirm klicken muss. Komm, leg's auf den Tisch. Danke. Ah. Jetzt darf ich auch noch rausfinden, wer das war, wo ich die Augen rausnehmen muss. Ich würde sagen, der hier. Somewhere there's probably such a horrible image. Ja, wunderbar. Was hat er hier für eine Diagnose? Okay, according Sphilicis in the. Ja, irgendwas Dingenskirchen. Ich verstehe kein Wort von dem Robo-Jargon und ich wünschte, ich hätte einen Ingenieurskurs mal irgendwie gemacht. Report back to training and introductory is repaired. Okay, der soll zurück zum Training. Das heißt, wenn ich seine Augen scanne, sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Das heißt, ich nehme die von dem mittleren. Ah, Mann! Das ist echt schwer. Ich kann nicht so schnell sein. Wie soll denn das gehen? Lege ich es bitte wieder hin. Danke. Habe ich da nur 10 Sekunden Zeit oder was? Mann, oh! Fast! Fast! Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wow. Echt kleines Zeitfenster. Mist, ich habe jetzt nicht gesehen, was ich gemacht habe. Oh Mann, du.
Okay, ich warte, bis es auf dem Tisch liegt. Dann habe ich die maximale Zeit. Okay, Chris, was sagst du? Nichts, was sie brauchen könnte, okay. Wieso nicht? Der Dritte? Wie soll er den Dritten operieren? Ah, okay. Ah! Was hat denn der nochmal? Plasmisches Konduct, irgendwie sowas. Diese, ja. Kann ich bei dem die Augen rausnehmen? Ich muss bestimmt bei irgendjemandem die Augen rausnehmen. Gib her. Du brauchst das nicht. Du brauchst das nicht. Was? Ah, okay. Muss ich erst mit dem Typen nochmal reden, weil das hatte ich nämlich nicht gemacht. Some sort of wrench that sure would come in handy. Yeah. Some sort of wrench to remove the eyes. Ja. Weil ich krieg die Augen da nicht raus. Aus den Leuten hier. Komm, gib her. Ich will's nochmal bei dem ersten versuchen. Mist, okay. Wenn ich das auf dem Reparateur-Typen anwende. Was tust du? Okay. Mist, ich war zu langsam. Ich will mit dem reden hier. Hey, nicht das. Ah, oh, Hilfe. Ich glaube, meine Hydraulik hat ausgesetzt. Lass mich nur kurz raus. Oh, oh nein. Mein Helm, der klemmt. Hallo? Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt. Lässt du mich heraus? Nicht jetzt, nein. Oh, kannst du zumindest einen Reparatur... Unfallauftrag in Sektor B, Subcluster Reparaturprozessor abgeben? Ja, natürlich, das werde ich gleich machen. Okay, er ist jetzt außer Gefecht, so wie es aussieht. Okay. Gut. Kann ich jetzt daran was machen? Ja. Probably with the eyes as well. Es gibt nichts in diesem deaktivierten Robo-Käfer. Ah. Naja, jetzt habe ich das wenigstens für die ganze Zeit über, ne? Das ist der einzige, der rote Augen hat. Suit is in the naked hominid, such a horrible image, ja. Kapiere ich nicht. Muss ich den anderen machen? Den anderen Typi? Hallo? Was tust du? Ach so, ja, ich hatte die beiden noch nicht angesprochen, deswegen kommen jetzt die Texte nochmal. Aber die kennt ihr ja schon aus der Episode vorher. So. Hey, du! Oh, oh! That's gonna void my warranty. Nein, das verletzt meine Garantie. Lass mich nur den Eject-Button halt drücken. Oh nein, das funktioniert auch nicht. There's no user service super parts. That's the thing. Achso, jetzt. Er kommt halt nicht raus. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu schwer verletzt. Oh, es ist nur ein wenig eng und steif hier drin. Ich kann mich nicht bewegen. Was meinst du? Jetzt beschuldige mich nicht. Ich habe nur... Mein Tag ist heute sowieso schon schlimm genug.
Oh, du Armer. Okay. Ciao. Kann ich das normal auf ihm anwenden und das Auge rausnehmen? Oh, alles mehr weitere, was ich jetzt dem antun könnte, wäre reiner Overkill. Schön, das ist schön gesagt, Chris, schön gesagt. Wieso kann ich mir keine Augen nehmen? Ah, Mann. Was mache ich jetzt? Ich habe die beiden jetzt paralysiert und sie können sich nicht mehr bewegen. Was habe ich denn jetzt davon? Wenn ich das jetzt an dem Typen mache, hier vorne? Any of these Robux out here in public where it might be spotted. Okay. Ach so, ich kann mit dem Ding die Robokäfer deaktivieren. Wie witzig. Es ist also nicht nur zum Augen rausnehmen. Ich kann es... I could wind up locking myself out. Ja, das wird sie halt noch rauskatapultieren. Das verstehe. Und ich den Weg reinschneiden geht auch nicht. Könnte ich eventuell hier bei diesem Dingen Skärchen. Ja. Is it just to look like a screensaver? Ja. Kann ich das miteinander kombinieren? Nein, okay. Das hier? Nein. Ah, jetzt konnte ich mir das in die Augen nehmen. Das, was der Typ hatte, war eigentlich nur zum kaputt machen der Anzüge. Okay, und das hier ist für die Augen. Jetzt haben wir es doch endlich. Jetzt haben wir es doch. Meine Güte, hat ja nur eine ganze Folge gedauert. Das sollte lustig sein. Mit diesem Tool, mit diesem Werkzeug könnte ich die Augen von diesem deaktivierten Robokäfer entfernen. Yay! Und könnte sie mit meinen vertauschen. Cool! Cool. Das gefällt mir richtig. So, jetzt müsste ich ja reinkommen. Du bist autorisiert fürs Training. Bitte hereintreten. Was ist hier los? Es geht gleich los. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Nein, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, das werden wir dann im nächsten Part herausfinden, warum wir dort sind. Ist ja fürchterlich lange gedauert, herauszufinden, wie ich dem die Augen ausnehmen kann. Aber ich habe es rausgekriegt. Und die wird sein, bis in das nächste Punkt. Das ist diesmal nicht, letztes Mal nicht so geklappt, aber diesmal. Man riecht sich. Bye, bye. Morgens 9:30 im Hominiden Training Center. Und ich habe, während ich dir das gesagt habe, gerülpst.